Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, die Order of Dawn. Ja, wir sind immer noch in den Frostmarschen, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession hier durch die Eisernen durchgebrochen sind. Haben wir hier unsere Orkbase errichtet. Und müssen uns gegen Eiselfen verteidigen. Werden wir genug Holz und andere Materialien sammeln, um unsere kleine Armee aufzubauen, aus Berandern und Veteranen höchstwahrscheinlich, mit denen wir vorpreschen können. Oh, nur zwei Elfen diesmal, gestern, in der letzten Aufnahmesession. Ja, die war zufällig gestern. Waren es fünf. Und ja, den Titan von den Orks, den Zarach-Titan auch natürlich. Wobei der Zarach-Titan ist ein bisschen doof ausgedrückt, weil die Trolle haben eigentlich auch einen Zarach-Titan, weil sie denselben Gott haben. Tach, Eiselfen. Schließt die Reihen! Okay. Und ja, unser Holzfäller geht leider auch langsam hier wieder das Holz aus. Müssen wir die auch bald umziehen? Ah, hier fehlt irgendwo ein Holzfäller, oder ist der da oben irgendwo? Oder hackt der hier jetzt Holz? Keine Last! Ach, der hackt hier jetzt Holz, okay. Woher? Gut! Dann ziehen wir die am besten gleich dorthin also. Wirklich um. Nach hier. Arbeit, immer nur Arbeit. So, du kannst da noch packen. Zu eurer Liebsten. Klar. Die beiden Eiselfen sind hinüber. So, wir haben gesagt, wir brauchen 420 Holz. Woher gut? Können euch beide schon mal hier dorthin also. Dass ihr da Schamanhütten errichtet. So, da haben die Orks wieder Holz zu fällen. Wohin? Dorthin also. Das ist halt das einzig Unpraktische an... gerade an Orks, dass die als einziges Baumaterial Holz haben. Gut, haben die Elfen auch, aber die Elfen haben später Meisterholzfäller und Förster und alles. Die Orks hingegen... Ach ja, und Sägewerk natürlich. Die Orks hingegen haben nur Holzfäller. Was jetzt? Also es wäre mir jedenfalls neu, dass sie ein Sägewerk hätten. So, da nimmt das Eisen langsam ab. Hier nimmt es ganz langsam wieder zu. Da werden wir die Schmelzarbeiter, Eisenarbeiter ein bisschen aufteilen müssen.
Also zwei hier lassen und drei hier rüber schicken wahrscheinlich. Ah, noch hat der Baum hier Holz. Noch fehlt uns aber etwas Holz. Da kommt der nächste Frostgolem. Mal wieder alleine angewatschelt. So wie es aussieht. Was jetzt? So, wir haben langsam das Holz zusammen, um anfangen zu können, unsere... Ja! Gebäude zu errichten. Die noch fehlen. Arbeit, immer ja. Arbeit. Ja! So. Und ja, wir können uns mal einen Titan holen. Und in dem Haupthaus das Bevölkerungslimit upgraden. Und ja, wenn wir hier durchdringen, sollten wir hier auch noch jede Menge Holz haben. Verstärkt die Deckung! So, unsere Lydia hier oben ist langsam Ebbe. Hier auch. Wir haben aber mehr als genug Lydia zusammengetragen. Wir haben die Branderforschung gemacht. Oh, die Forschung könnten wir machen. Verbesserung ist fertiggestellt. Die Forschung haben wir. Da kommen Eiselfen wieder, zwei Stück. Da soll sich bald unser Titan blicken lassen. Zu allen Diensten. Verbesserung ist fertiggestellt. Ja, das ist unser Ork-Titan. Das Gebäude ist einsatzbereit. Und ja, der ist böse. Geht euch vor! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! So, erstmal die Beschwörerin wegmachen. Feindlicher Angriff! Die Formerin wegmachen. Wobei der Titan ein bisschen was auf die Nase kriegen könnte durch die Eiselfen. Da der ja ziemlich feurig ist. Verbesserung ist fertiggestellt. So, dann können wir jetzt anfangen, Veteranen endlich auszubilden. 15 Stück. Verbesserung ist fertiggestellt. Jo, das sind unsere Veteranen mit ihren coolen Hämmernle. So,
Und sie werden relativ schnell ausgebildet, muss ich sagen. Ich rieche Blut. Also ja, was Nahkämpfer angeht, ist das das Stärkste, was die Orks halt zu bieten haben. Also eine schwere Eisenrüstung vor allem Ding. Die einzigen, die sonst noch eine schwere Eisenrüstung tragen, sind die Hornbläser. Alles andere ist eher mit Lederrüstungen unterwegs. So, 5 Trommler. Und dann noch 15 Brander. Das sollte reichen, um durchzubrechen. Ich werde jetzt nicht die volle Bevölkerung ausschöpfen, weil wir brauchen ja auch noch später Bevölkerung für... Trolle. So, die ersten Brander. Der Baum da ist immer noch am Leben. Wo sind die Gegner? Aber ja, meine kleine Ork-Armee wird immer mehr. Mit einem Lederschutz sind die... Zu den Waffen! ...Brander geschützt. Ja, in Eugigen. Oh, wieder zwei Elfen. Na, drei muss ich noch in Auftrag geben. Jetzt noch zwei. Oh, da kommt noch eine Eisformerin hinterher. Die Rune zu Befehl! So, einen Brander brauchen wir noch. So. Schließ die Reihen! Die Eisformerin geht einfach weiter, die hat keine Lust auf uns. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Diensten. Sie sind überall an! Die Rune wird sofort ausgeführt. Wir werden angegriffen! Und so wieder ist einer meiner Helden gestorben. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Standhalten, Männer! Schließt die Reihen! Wieder ein Frostgolem.
So, jetzt muss ich echt warten, bis mein Held wieder hier angelatscht kommt. Währenddessen kann ich Was liegt an? Euch schon mal zusammenziehen. Bin schon auf halbem Weg. Und ihnen sagen, sie sollen dem Titan folgen.